in einer Welt leben, die mehr oder weniger dechiffriert ist. Es gibt eigentlich kaum noch Raum, in dem der Mensch eine geheimnisvolle Zuflucht finden kann. Wir müssen weitergehen. Für jede menschliche Regung haben wir eine Assoziation geschaffen, haben wir bereits ein Bild geschaffen. Und ich glaube, dass die Aufgabe der Kunst sein muss, hier den entscheidenden Schritt weiterzugehen. Das heißt, wie schaffen wir es, wieder Bilder zu erwecken, Mythen zu kreieren, die diesen Bereich der geheimnisvollen Zuflucht eröffnet. Und schließlich das Schwarz des Himmels. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit. So sehe ich mit hinein in ein pochendes Herz. In das pochende Herz einer unermesslichen Finsternis. Wenn ich so voll in einem Stück drin bin, dann läuft das eigentlich gnadenlos. Das heißt, es beschäftigt mich am Morgen, wenn ich aufstehe, als allererstes, abends, wenn ich ins Bett gehe und auch in meinen Träumen in der Nacht. Insofern ist das Komponieren auch ein sehr körperlicher Vorgang, nicht nur ein intellektueller. Also ich liebe das, Rad zu fahren, stundenlang Kilometer zu fressen geradezu. Es ist eine körperliche Anstrengung, die eine bestimmte Mechanik beinhaltet, die mich so richtig so einlullt, ja, weil es eine Gleichförmigkeit in der Bewegung ist. Und als nächstes wird es im Phoenix Resurrexit sein, dass ich da auf Drängen der Theaterleitung in Dortmund den Sprecherpart übernehmen werde, was ich auch noch nie gemacht habe. Ich bin kein ausgebildeter Sprecher. Das war ein Glücksfall, dass er das überhaupt machen will, weil wir haben einen Sprecher gesucht, der auch schauspielen kann. Und ich versuche immer eine Balance zu finden, unser Publikum neugierig zu machen auf neue Sachen, die man noch nicht kennt, dass man keine Berührungsängste hat in Sachen neue Musik. Und dafür ist Christian Josts Musik außerordentlich geeignet. Phönix, von den Assyrern genannt, erneuert sich selbst. Lebt dieser Vogel die 500 Jahre, welche sein Leben dauert? Es ist schon eine mächtige Metapher mit Phönix Resurrexit von Christian Jost. Das heißt, ständig diesen Kampf, wo wir irgendwie wieder sterben und denken, jetzt ist es zu Ende mit Kultur im Allgemeinen und mit Dortmunder Theater insbesondere. Wir stehen sehr unter großem Haushaltsdruck. Man erlebt hier Räumlichkeiten, wo man denkt, da war doch immer nur Industrie, da war nur harte Stahlarbeit. Und das ist alles jetzt im Bereich Kunst, Kultur. Ja, das ist sehr spannend, sehr aufregend. Ich kann noch überhaupt gar nicht abschätzen, wie das am Ende dann alles ausschauen wird. Aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Abend. Thank you.
das menschliche Umfeld dann einfach stimmt, besonders mit dem Dirigenten Jacques van Steen, mit dem ich schon eine sehr lange, sehr angenehme Zusammenarbeit verbindet, dann ist mir eigentlich der gesamte Rest drumherum relativ schnurz. 5, 4, 3, 2, 1.